Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Apex Legends Update Video. Gerade eben vor einer Viertelstunde ist das Event zu Ende gegangen. Ihr wisst, der Solo-Modus war drinne. Kleine Überraschung für die, die es noch nicht wissen. Der Solo-Modus ist noch immer drinne. Erinnert ihr euch eventuell noch an das Event, die legendäre Jagd von Season 1? Da war der Elite-Modus mit dabei. Der Elite-Modus ist nach Ende der 14 Tagen vom Event auch geblieben, bis die erste Season vorbei war. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie lang die Season noch geht, 35 Tage und eine Stunde, also könnte es sein, es steht zwar immer noch hier zeitlich begrenzt da, jetzt könnten wir eventuell davon ausgehen, dass 35 Tage auch der Solo-Modus noch bleibt. Ich würde es auf jeden Fall mega, mega begrüßen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass der Apex-Solo-Modus noch immer drin ist. Jetzt möchte ich euch noch kurz zeigen, denn der Store wurde natürlich auch geupdatet. Jetzt zeige ich euch ganz kurz, was in dem Store noch alles aktiv ist, bevor ich das Video gleich beende. Wir haben einmal eine Woche und einen Tag jetzt Zeit, diesen Lifeline-Skin uns zu organisieren. Organisierte Anarchie heißt der sogar, ist zurzeit mit einer 25-Rabatt-Aktion drinne. Sehr, sehr schöner Skin, wie ich finde, einer der schönsten für Lifeline überhaupt. Dann haben wir einen absolut edlen G7 Scout-Skin, der goldene Drachen. Wunderschöner Skin, aber ich habe das Glück gehabt und habe den Skin aus dem Event gezogen, deswegen interessiert er mich jetzt hier überhaupt nicht. Moment, die Kamera sieht ein bisschen dämlich so weit unten aus. Dann haben wir als Vorgestellte noch immer, beziehungsweise jetzt die Wingman hier drin, und zwar der Todesstrahl. Sieht auch sehr, sehr nice aus und jetzt zieht euch gleich mal die Exklusivvariante rein. Leck mich am Arsch, die sieht doch auch mal sehr, sehr nice aus. Habt ihr auch noch wie viel Zeit? Eine Woche und drei Tage. Absolut stark. Kommen wir zur Friedensstifter. Sehr schöner Skin. Habe ich von meinem Kumpel Mo oder meinem Teammate Mo mal tragen dürfen. Ich glaube, das war dieser Skin. Ich finde diesen Sheriff-Stern, den finde ich mega, mega geil. Ist auch Rabattaktion, 1200 Coins. Könnt ihr euch den zulegen. Und eine Woche, vier Tage, die Exklusivvariante könnt ihr euch hier zulegen. In grün. Da muss ich sagen, es gefallen mir beide Varianten ultra, ultra geil. Natürlich, das Grün leuchtet hier absolut hardcore, sieht mega, mega stark aus. Das soll es von mir soweit gewesen sein. Lasst gerne mal einen Kommentar da, wie ihr die Season, nicht die Season, sondern das Event so fandet. Mal abgesehen von dem fetten Shitstorm, dass die Preise für die Packs so enorm hoch waren. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr Schönes aus den Packs gezogen habt, falls ihr welche gekauft oder freigeschaltet habt. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Lasst einen fetten Daumen nach oben für dieses Video, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wenn ihr über tägliche Informationen von Apex nicht genug bekommen solltet, seid ihr bei mir genau richtig. Ich halte euch täglich auf dem Laufenden. Livestreams gibt es auch von mir. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Restabend. Bis zum nächsten Mal. Donnerstag, nächster Livestream-Nachmittag. Haut rein. Ciao.